Interessant. Okay, erstmal Level-Ups machen. Zwei Stück. Stufenerhöhung. ETW 0 um 1 reduziert. Hand auflegen. Okay. 12 Trefferpunkte und Sagenkunde. Und ja, für die, die mein Baldur's Gate Let's Play nicht gesehen haben, nochmal kurz die Erklärung wegen dem ETW und der Rüstungsklasse. Der ETW ist der Trefferwurf gegen Rüstung 0. Also zum Beispiel hier, Brenoir hat einen Standard-ETW von 19. Minus 2 durch die Stärke und minus 1 durch Fähigkeiten, also weil er das Schwert gut beherrscht, das Bastardschwert. Ja. Grundsätzlich wird bei Dungeons and Dragons 2, also zweite Edition, ein 20er Würfel geworfen, ein D20. Und man muss mindestens die 16 oder was Höheres erreichen, um den Gegner zu treffen, wenn der Rüstung 0 hat. Wenn er keine Rüstung 0 hat, wird die Rüstung abgezogen vom ETW. Also zum Beispiel, Brenoir hat eine 3 als Rüstung, die sich hier aus dem ganzen Zeug zusammensetzt. Wird abgezogen, würde eine 13 ergeben. Das heißt, man muss nur noch eine 13 oder höher erreichen, statt einer 16, was einfacher ist. Hat der Gegner jedoch einen negativen Rüstungswert, dann wird er drauf gerechnet, weil Minus und Minus gibt Plus. Also 16 minus minus 2 gibt 18 zum Beispiel. Das heißt, es wird schwieriger. Deswegen ist es wichtig, eine niedrige Rüstungsklasse und einen niedrigen ETW zu haben. Weil man dadurch besser trifft und schlechter getroffen wird. Deswegen ist es jetzt zum Beispiel auch wichtig, dass der ETW runtergeht bei Stufenaufstiegen. Wie wir gleich bei ihr sehen werden. ETW reduziert um 1, also auch wieder be besser geworden. 11 Trefferpunkte gekriegt und einen Sagenkunde. Sagenkunde ist dafür da, Gegenstände so zu identifizieren, ohne dass man einen Identifizierungszauber braucht, wie wir es gemacht hatten für den Gürtel, den sie trägt. Okay. Ja, es soll geschehen. Brauchst du mich? Ich werde mein Bestes geben. Dann holen wir uns mal hier noch ein paar Sachen. Nimm doch ruhig lieber das schwere Zeug. Dolche kann ich eigentlich zu ihr packen. Bögen zum Beispiel auch. Ja, immer bereit. Das ist doch Goblin leicht. Wobei hier liegt jetzt nicht mehr so viel rum, was sie einsacken könnten. Und ja, Worum handelt es mit ich deiner habe keine Erlaubnis? Ahnung, wo sie das ganze Zeug hinstopfen. Wie laut? Ich werde mein Bestes geben. So, sie ist auch voll. In Ordnung. Das heißt, jetzt kann sie noch ein bisschen was einsacken. Ja, sicher. Okay, dann haben wir noch ihn, der ein bisschen Platz haben sollte. Sag, was du weiter. Ich werde tun, das macht mir nichts aus. So. Wie kann ich gewiss? Das heißt, wir gucken noch, was hier drin ist. Käfer. Oh, hier ist. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Hier ist es jetzt genau. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen.
dass wir gewalttätig werden müssen. Dein Befehl? So, und jetzt könnten wir mal das Handauflegen bei ihr benutzen. Das hat jetzt nämlich ja 4 Lebenspunkte. Ja. Weiter! Kann ich helfen? Okay, er braucht noch ein bisschen. Das macht mir nichts aus. Oh, und hier sind magische Pfeile. Genau, die können wir jetzt gerade nicht identifizieren. Also ich könnte sie mit identifizieren, aber ich bin sicher, irgendeiner hat einen Sagekundewert, der hoch genug ist. Und ja, in dieser Höhle ist sonst nichts mehr. Weiter! Also ja, hier war das Lager der Goblins, die sich von den Käfern ernährt haben, wobei sich die Käfer auch von den Goblins ernährt haben. Hm. Sofort! Gut. Damit haben wir eigentlich den Kuldahar-Pass abgehakt, weil hier in die obere Ecke kommen wir nicht. Da ist nur Berg. Das heißt, wir begeben uns jetzt hier unten hin. Und ja, wenn ich auf die Karte gucke, dann laufen sie halt schneller. Wie man sehen kann. Also so kann man ein bisschen Geschwindigkeit rausholen. Wie kann ich am besten? Sehr gerne. Wie kann ich helfen? Vorwärts! So, dann können wir weiter nach Kuldahar. Nachdem sich die Überlebenden der gescheiterten Osthafen-Expedition durch das Goblin-verseuchte Passtal gekämpft hatten, erreichten sie schließlich das Dorf Kuldahar. Versteckt zwischen den Wurzeln einer riesigen Eiche waren die winzigen Bauernhütten ein willkommener Anblick für die müden Reisenden. Vorsichtig betrat die Gruppe das Dorf, ungewiss, was sie hier erwarten würde. Ja, ich lasse den Text gerade noch durchlaufen, für die, die ihn lesen möchten. Auch wenn der Sprecher jetzt eigentlich alles gesagt hat. Oh, wir werden schon begrüßt. Dein Befehl? Es soll geschehen! Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Ich wusste einfach. Wer bist du und woher wusstest du, dass wir kommen? Na, gratuliere. Jetzt geh aus dem Weg, leider. Danke für das ausgesprochene Vertrauen. Leb wohl. Wer bist du und woher wusstest du, dass wir kommen? Ich bin Nate. Arundel hat gesagt, dass Hilfe auf dem Weg ist. Ich war jeden Tag hier draußen und habe nach euch Ausschau gehalten. Wo ist der Rest eurer Armee? Seid ihr nur Kundschaft oder was? Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber wir sind alleine. Wer ist Arundel? Ich glaube, du verstehst da was falsch. Wir sind nur auf der Durchreise. Leb wohl. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber wir sind alleine. Allein ich war sicher, dass Zehnschild und seine Armee zur Hilfe schicken würde. Warte, bis Arundel herausfindet, dass es nur ihr seid. Er sagt, dass wir hier sind, um euch zu helfen. Vielleicht sind wir hier, um kleine Jungs umzubringen, die zu viel reden. Danke für das ausgesprochene Vertrauen. Leb wohl. Wer ist Arundel? Arundel ist mein Freund. Er ist der älteste und schlauste Mann der ganzen Welt. Er kann mit Tieren reden, wisst ihr? Ihr solltet wohl mal zu ihm gehen. Er wird auch mit euch reden wollen. Also gut, wo können wir diesen Arundel finden? Er lebt auf der anderen Seite des Bachs über die Brücke. Haltet einfach Ausschau nach dem Haus mit den 3 großen Steinen davor. Danke, Nate. Lebt wohl. Ja, und wir haben das erste... Ja, die wichtigen Ereignisse von Porlock sind jetzt alle hier abgehakt. Ja, wir haben jetzt den ersten Akt erreicht.
Also das erste Kapitel besser gesagt. Haben aber noch aus dem Prolog den Oger offen. Im ersten Akt steht nichts im Tagebuch. Persönliche Einträge haben wir natürlich auch. Ach, keine. Und Aufgaben auch nicht. Gut. Ja, gewiss. So, wir haben hier Gerds Ausrüstungsladen. Was ist hier oben? Noch ein Turm. Das ist der Turm von Oryk dem Grauen. Ein Magierturm, würde ich sagen. Aber wir sollten erstmal mit diesem Arundel reden. Bevor wir uns hier umsehen. Und dann sollten wir nach der langen Reise auch mal eine Rast einlegen. Stadtbewohner. Also das Haus mit den drei Steinen davor. Und das wäre dann wohl das hier. Ja, Arundels Haus. Willkommen. Ich erwarte euch schon eine ganze Weile. Uns erwartet? Wie kann das sein? Wir sind erst vor kurzem hier eingetroffen. Ja, nun. Schlechte Nachrichten verbreiten sich in diesen Bergen schnell. Ich weiß von eurer Reise von Osthafen. Ich weiß, warum ihr hier seid. Denn ich selbst war es, der nach euch geschickt hat. Ihr habt uns geschickt, ich verstehe. Ihr habt nach uns geschickt, ich verstehe nicht. Ich bin Arundel. Einigen als Erzdruide von Kuldahar bekannt. Ich möchte euch jedoch bitten, auf Formalitäten zu verzichten und mich ganz einfach Arundel zu nennen. Titel schmeicheln meist nur der eigenen Eitelkeit und sind nur von wenig Nutzen in diesem kleinen Bergdorf. Ihr seid Erzdruide? Ja, dann nehme ich an, dass ihr mir sagen könnt, was hier vor sich geht. Gut, sagt mir, Arundel, wisst ihr irgendwas über die Berichte von mysteriösen Ereignissen in den Bergen hier? Außer, dass Frostriesen uns mit Lawinen bombardieren? Ihr seid Erzdruide, ja? Ja, ich war es, der Hallister nach Osthafen geschickt hat, um Hilfe zu holen. Sein Tod lastet schwer auf meinem Gewissen, denn er war nicht nur mein Schüler, sondern auch ein Freund und Vertrauter. Ich werde ihn vermissen. Genauso wie Rodgar und die anderen Mitglieder eurer Gruppe. Ihr wisst von der Lawine? Ja, ich habe davon gehört. Ich weiß auch, dass es kein Unfall war. Irgendjemand oder irgendetwas wollte nicht, dass ihr Kuldahar lebend erreicht. Was ist hier los, Alter? Man sagt mir, Arundel, was quält dieses Dorf? Dieser jemand und dieses Etwas ist der Grund, weshalb ihr um Hilfe gebeten habt, nehme ich an. Ja, nehmen wir mal das dritte. In diesen Bergen sind böse Mächte am Werk. Mächte, die danach streben, das empfindliche Gleichgewicht zu zerstören, um dessen Aufrechterhaltung wir Druiden seit Jahrhunderten bemüht sind. Böse Mächte? Könnt ihr dir das etwas präzisieren? Hört mal, warum hört ihr nicht mit eurem langatmigen und unzusammenhängenden Gefasel über Philosophie der Natur auf und erzählt mir einfach, was hinter diesem Unfug steckt? Nehmen wir die 1. Ich wünschte, ich könnte das. Das Gesicht des Bösen bleibt im Verborgenen, aber seine Gegenwart ist nicht zu leugnen. Überall finden sich Anzeichen seiner zerstörerischen Wirkung auf das Gleichgewicht. Das unnatürliche Wetter, die neue Serie von Entführungen, die zahlreichen Berichte über Monster auf dem Pass. Das alles weist auf etwas Furchtbares hin. Auch die Tiere spüren, dass etwas nicht stimmt. Könnt ihr mir mehr über diese seltsamen Ereignisse sagen? Ihr sprach vorhin von Gleichgewicht. Was für eine Art Gleichgewicht meint ihr? Nehmen wir das erste. Ich kann euch nur das sagen, was ich weiß. Von welchem dieser seltsamen Ereignisse soll ich erzählen? Erzähl mir von dem unnatürlichen Wetter. Das Wetter in diesen Bergen war schon immer rau. Aber noch nie so wie jetzt. Schreckliche Stürme suchen das Tal ohne Vorwarnung heim. Und sie dauern oft mehrere Tage, ehe sie sich so schnell widerlegen, wie sie gekommen sind. Okay. Es ist noch nicht die halbe Zeit bis zum Laubfall vergangen und trotzdem
ist der Pass zum Süden völlig eingeschneit. So ein Wetter ist höchst unnatürlich. Die Natur wiederholt sich normalerweise in Zyklen, die vorhersehbar sind, wenn man weiß, worauf man achten muss. Ja, kannst du mir noch mehr sagen? Ich kann euch nur das sagen, was ich weiß. Von welchem dieser seltsamen Ereignisse soll ich erzählen? Erzählt mir von den jüngsten Häufungen von Entführungen. Oh ja, das ist eine schreckliche Geschichte. Zuerst berichteten Reisende von Gefährten, die während der Nacht von ihren Schlafmatten geraubt wurden, als sie an dem schmalen Pfad lagerten, der sich über den Pass schlängelt. Zuerst haben wir diesen Geschichten nicht viel Beachtung geschenkt, denn so etwas passiert in diesen Bergen immer wieder.